Mir schwant Übles. Probieren wir mal was. Jetzt beweg dich. So. Gut. Offenbar ist das wirklich nur beim Müllfahrzeug so. Also, liebe Entwickler, offenbar ist wirklich nur beim Müllfahrzeug, will die KI kuscheln. F drücke. Weil beim Plastikrecycling hatten wir ja dieses Problem ja nicht gehabt, ne? Vielleicht ist da irgendwie. Mit der KI ist, oder vielmehr da ist, dass da irgendwie der Abstand nicht ganz so stimmt, dass die KI halt nicht weiß, okay, da ist das Fahrzeug zu ändern. Oder vielmehr da fängt es an. Was kann ja alles möglich sein. Oh, und natürlich will ich den Entwickler natürlich auch die Möglichkeit geben, um auch zu sehen, okay, da liegt es dran. Oder nein, da liegt es nicht dran. Das liegt einfach nur an meiner absoluten Unfähigkeit. Hm? Das kann ja möglich sein. Hm? Oh, erstmal durch die Walachei. Ach, da hält er den Platz auf einmal ein. Ah ja, sehr aufschlussreich. Und hoch. Mhm. So, aber ich habe mir auch sagen lassen, entweder es ist jetzt soweit oder es kommt jetzt demnächst, dass man hinten auf die Ladefläche drauf springt. Okay, es ist noch nicht so weit. Aber wie gesagt, ich habe mir sagen lassen, dass demnächst es die Möglichkeit gibt, hinten auf diesen silbernen Platten draufzusteigen. Und hinten mit dem LKW mitzufahren, also mit dem Müllwagen, finde ich persönlich gar nicht mal so ungeil. Jetzt verratet mir doch mal, warum ich hier jetzt hergefahren bin. Das hat jetzt mal so wirklich mal so gar nichts gebracht. Warum? So, dann werden wir jetzt mal einfach mal die Vorfahrt missachten. Wir haben ja Blinklichter oben dran, also dürfen wir's. Wir dürfen, wenn wir wollen, auch falsch rum in den Einbahnstraßen rein. Wenn es sich nicht anders lösen lässt. So, dann fahren wir mal hier oben mal lang. Nehmen wir mal die romantische Strecke. Ah! Das war knapp. Das war knapp. Aber wir sind ja solche Pros, natürlich. Okay. Erschlecken. Okay.
Also mit R rufen wir über den Funk, dann ein Fahrzeug zurücksitzen, kostet natürlich Kohle. Werkstatt abschleppen, Tankstelle abschleppen oder zum Depot zurückschleppen. Muss ich nicht haben. Da war sie, da war sie doch. Da war sie doch, da war sie doch. So, komm. Wo wir gerade mal hier stehen, dann können wir das auch eben machen. Na, aber das soll dann offenbar jetzt in einer der nächsten Patches dann auch hier mit einfließen. Also finde ich gar nicht mal so klar. Dass man dann halt hinten mit drauf fährt. Man halt nicht immer die ganze Zeit einsteigen muss, sondern auch. Komm. So. Wieder was erledigt. So. Die Laterne ist da ein wenig im Weg. So, da ist das Depot. Gut, dann halten wir doch mal eben hier. Einfach mal, um die Tonne da zu holen. Leere den Müllcontainer. F drücke. Natürlich drücken wir wieder F. So, komm. Ah, drück. Ach, drück auf grün. Oder ist das vielleicht schon implementiert, aber halt noch nicht freigegeben? War zumindest nicht auf diesem Fahrzeug freigegeben? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Da im nächsten Jahr. Weil wir, wie gesagt, vom 17. bis zum. Vom 17.12. bis zum 4.1. hier eine Winterpause machen. Muss ja auch mal gemacht werden. So. Müssen wir uns hier mal. Bisschen rausbringen. Dann können wir nämlich unser Müll mal eben schnell hier abladen. Bitte für die nächsten Missionen gerüstet sind. Hey! Bin ich doch richtig, oder? Na gut. Dann müssen wir das so machen. Weiß zwar nicht warum, aber da habe ich keine Abladestelle. Wie ist das denn? Oh, das war grün. Das war grün. Das habe ich genau gesehen. Alle anderen Meinungen gelten da nicht mehr. So, dann werden wir mal zum nächsten Ausrufezeichen fahren. Na gut, da kann ich mich nicht rausreden jetzt. Komm, werd grün. Ich habe übrigens immer noch die Rundumleuchten an. Sagt mir das doch einer, dass ich die noch anhabe. Die müssen noch ausgemacht werden. Ja. Das ist ein strahlender Sonnenschein.
Oh, wir haben einen neuen Tag. Okay, wir haben Tag 2 mittlerweile. Da wechseln wir mal einfach mal so spontan die Spur. Einfach, weil es geht. Und es wird rot. Komm, wer hat grün? Wer hat grün? Wer hat grün? Komm. Dum-di-dum-di-dum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ta-ta-ta-ta-da-da-da. Also ich meine, man hat hier eine Menge zu tun, keine Frage. Also, oh, Minirock. Minirock voll in Eisen. Natürlich. Aber was ich mir ja eigentlich auch wünsche, so ein bisschen, zumindest wäre, wenn hier die, na, erstmal gucken, was hast du denn da? Ach, komm, ja, klar. Was zum Beispiel wäre, dass der Motor sich nicht selber abschaltet, sondern dass wir den abschalten, damit wir keinen Kraftstoff verbrauchen. So, na endlich, die alten Polizeiarchive wurden digitalisiert. Das heißt, es gibt eine Menge Altpapier und anderen Müll, der weggeworfen und recycelt werden muss. Kann sich deine Firma dem abnehmen? Seh mir gerade mal an. Du hast ja einen süßen Minirock an. Klar. Aber auch nur, weil du einen Minirock an hast. So. Komm. Dann einsteigen. Einsteigen. So, P drücken. Los geht's. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal auf den Hof fahren, ne? 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 Um den ganzen Rotz in mich einzusammeln. 1, 2, 3, 4. Da hab ich euch, da hab ich euch, da hab ich euch. Fahr ich aber rückwärts dran. Drückt mir die Daumen, dass das einigermaßen klappt. Haha! So, aussteigen! Komm, komm, komm! F! Ach gut, er hat... Das ist ja... Das vor allem... Auf dem Parkplatz ist das entspannt. So. Komm, F, drücke! Drück, mach ihn! Mach ihn! Komm, komm. Sind da irgendwelche Akten drin, die für uns interessant sind? So von Verbrechern? Wahrscheinlich ist das alles so geschreddert im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes. Hier in Deutschland ist ja die Bürokratie ja so extrem hoch. Dass ja natürlich alles genau gemacht werden muss. Ich meine, einerseits ist es ja gut, aber andererseits ist es manchmal auch ein bisschen schwachsinnig, oder? Ja, seien wir mal ehrlich. So. Aber wenn man sich mal überlegt, reiche das von der Liste, das ist gut. Wenn man sich überlegt, man hat seine Benutzerkonten jetzt als Privatmann bei Google. Bestenfalls hat man noch bei Amazon ein Konto. Man hat zufälligerweise das iPhone, schieß mich tot.